Was gibt's denn hier Feines? Noch mehr Zwergenspinnen. Aber nicht nur Zwergenspinnen. Sondern auch diese. So, was ist das? Zwergenbolzen. Kann ich die Bolzen auch für die. Gibt es überhaupt eine Armbrust oder? Das ist noch einer von diesen Getriebedingern tot. Auch für den Spinnen. Ist auch weg. Näschenkatzen. Der hat ein bisschen was im Gesicht. Das sieht wiederum ziemlich cool aus. Irgendwie. Ist einfach nur ein anderer Weg hierhin gewesen, als direkt hier rumzugehen. Okay. Da ist nichts. Ich glaube, von hier kamen wir gerade, ne? Nee, doch nicht. Ist hier doch richtig. Jo, da hinten ist nämlich auch noch einer lang geschlichen. Ich hab's genau gesehen! Zwei Schleicher schon mal weg. Ich bin hier gerade so ein bisschen leise. Sorry, wenn ich entsprechend jetzt gerade nicht ganz so viel quatsche. Ich bin einfach nur konzentriert. Damit wir gegen die Fall mal so in der Form entsprechend bestehen, weil ganz ehrlich, ich mag gar nicht gegen die kämpfen. Weil die sind doch etwas stärker in der Regel. Komischerweise sind die sehr stark. Die Falmer-Pfeile nehme ich gar nicht erst mit. Hier ist ein Falmer-Schleicherbogen. Ein Tor, was entsprechend nur offensichtliche Leichen drin hat. Aber mit Meister. Oh, direkt abgebrochen. Jetzt wird's spannend. Ob wir das aufkriegen, wie und vor allem wie viele Dietriche wir darauf verschwenden werden. Direkt weg. Nächste Dietrich. Und nächste Dietrich. Scheiße. Ah, okay. Ausgangsposition ist ein Stück weit von der rechten Schraube entfernt. Jetzt ist die Frage näher zur rechten Schraube hin. Nein, offensichtlich nicht.
jetzt sehr weit, sehr viel weiter nach links gewesen. Nein! Kurz vor knapp. Ja. Da haben wir's. Die Frage ist, hat sich das jetzt gelohnt? Weil wir haben jetzt hier einfach nur ganz viel totes Zwergengedöns. Aber ich weiß auch nicht, was ich davon... Das verbogene Zwergenmetall, was kann ich denn alles zu diesen Barren von denen ummünzen? Weil wenn es jetzt einfach nur darum ging, dass ich hier den ganzen Schrott sammeln konnte... Wäre das echt useless gewesen. Dafür so viele von den Dietrichen zu verschwenden. Das konnte ich einfach so öffnen. Kann, also jetzt hier sowas wie Zahnrad und den ganzen Kram oder was meinst du? Weil wenn ja, dann nehme ich das Ganze mit, weil das ist nämlich das, was ich meine. Ich weiß nicht genau, was ich von dem ganzen Dwemer-Zeugs mitnehmen kann zum Einschmelzen und was nicht. Ich weiß es nicht. Kannst du mich hören, Schatz? So. Alle Teile mitnehmen und schmelzen. Ja, deswegen. Das ist ja genau der Punkt so davon, weil ich habe nie verstanden, was kann ich jetzt davon schmelzen und was nicht. Aber wenn du sagst alles. Nehmen wir einfach mal so einen Schwung mit und dann sehen wir mal, was passiert. Alle, die Dwemer Metall heißen. Aha. Dwemer Metall. Dwemer Getrieberad also dementsprechend nicht. Dwemer Hebel nicht. Kreisel Zahnrad. Metallplatte. Kleine Metallplatte Dwemer. Naja, schauen wir mal. Alles klar, ich weiß, dass du mir flüsterst so in der Form, aber ist ja jetzt nichts Geheimes. Die Welpenwelt, du musst von Natalie aus mit dem Bahnhof fahren. Da gibt es extra eine Bahnstrecke, hin zur Welpenwelt. Oh, die hässlichen Viecher schon wieder. Alles klar, nice. So, Mondstein. B und ich sind die Skyrim-Lexikons. Das ist super, weil das gerade einfach nur sehr, sehr viel hilft. Diese Erzader ist erschöpft. Amethyst. So, nehmen wir doch ein paar Pilze mit.
Ja, das ist richtig. Ich habe ja auch noch die Dwemer-Metallstücke große zu Hause in der Truhe, weil ich halt nicht wusste, wie ich die einschmelze, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Wieder irgendwo an der Ecke fest. So, ich habe Deutsch aufgepasst. Ich sag auch Taxis oder Pizzas. Kaktusse. Wir wollen ja noch Schmieden auf 50 kriegen, damit wir dann da auch wieder da ein bisschen entsprechend mehr Möglichkeiten haben. Diese Lichtverhältniswechsel macht mich ganz kirre hier. Ich finde Zwergen in Rollenspielen in der Regel immer richtig, richtig gut. Bin da total der Fan von. Aber hier in Skyrim oder generell in den Oblivion-Teilen ist das irgendwie so ein bisschen anders. Hier sind die Zwerge ja gar nicht vorhanden. Wissenschaftler der Synode, also bin ich noch auf dem richtigen Weg. Hier habe ich immer, wenn ich an Zwerge denke, immer das automatische Verlangen, schreiend irgendwas gegen Wände zu werfen, weil es keine Zwerge gibt. Erstens. Und zum Zweiten, immer wenn du irgendwas mit den Zwergruinen entsprechend siehst, hast du automatisch dann diese Scheiße hier, diese Falmer. Ich finde die so schrecklich. Weiß nicht, wer sich die ausgedacht hat, aber den sollte man echt mal verprügeln. Nervig, gruselig und halten unnatürlich viel aus. Auf und aus. Ausnahmsweise mal nicht so lange für so ein Viech gebraucht. Schauen wir uns mal wieder um. Ah, guck mal hier. Nice. So, jetzt habe ich glaube ich so einen Dwemer Balken mitgenommen. Da ist ja auch kein Metall drin. Also kann ich es nicht einschmelzen. Dwemer. Nee, doch nicht. Irgendwas. Naja, egal. Werde ich schon sehen.
ist wieder eine. Wieder eine Meistertür. In der Hoffnung, dass es diesmal etwas schneller gelingt. Wir werden wahrscheinlich wieder ewig brauchen, bis wir den Ansatz haben. Okay. Also diesmal ein Stück weit unterhalb der rechten oberen Schraube. Jetzt ist die Frage. Falsch. Lol. Das ist jetzt etwas mehr nach oben. Scheint besser zu sein. Ich glaube, ich muss noch ein Stück weiter nach oben. Problem wäre, ich weiß, was du meinst. Ich finde aber nach wie vor die Drachenknochenrüstung einfach übel genial. Ja, offen. Das war's? Nein, natürlich nicht. Der Mond Lorkan. Kennen wir nur dummerweise schon. Ich lege mich zum Skelettchen dazu. Zimmerschlüssel von Sulft. Aha, schau mal an. Zweimal hingucken lohnt sich. Und WB Nathalie. Ich weiß, was du meinst. Es ist schon ein bisschen Überwindung. Boah, schon voll? Lol. Und es ist jetzt nicht so, dass wir wenig mitnehmen können. Großer Balken. Guck mal hier, der hat ja auch... ne? Jetzt können wir schon mal wieder laufen. Ist ja kein Metall drin. Auch der verzierte Balken, da ist ja auch kein Metall drin. Deswegen, also das Craften ist in anderen Spielen wirklich eleganter gelöst oder sagen wir mal lieber zumindest spannender. Aber es gibt trotzdem nur so... immer noch die Möglichkeit, dass man das in Anführungszeichen relativ fix erledigen kann. Jetzt gucke ich mal, wenn ich jetzt noch diese verzierten auch entsprechend im Inventar habe, Balken, ne? Verzierter, verbogenes, veredelter, verzierter Dwemer-Balken. Auch kein Metall drin. Weg. Ja, wobei wir in der Regel relativ lange durchhalten, bevor wir überladen sind. Und noch eine Tür. Bei den Schmelzhütten kannst du das auch nochmal nachlesen. Ach ja, wir haben ja jetzt die Schlüssel. Ich schrei dich an. So. Mein Schmelzofen kann ich nachlesen. Genau, richtig. Aber dafür muss ich erstmal wieder so einen Schmelzofen finden. Verzierter Balken, Zwergenhelm. Massives Fehlen. Lehrling, okay. Nice. Noch geht es. Noch haben wir noch einen Millimeter Platz.
kleine Dwemer Metallplatte. Verbogenes Stück Dwemer Metall. Ganz viel Scheißzeugs. Große Metallplatte. Aber wirklich was Interessantes finde ich jetzt noch nicht. Aber wie weit geht das denn hier noch? Schleichen verbessert auf 69. Oh ja! Das hässliche Dingen. Jetzt wird's kompliziert, spätestens wenn wir den Stab haben. Oh, ich glaube, da war eine Falle hinter. Schauen wir mal, was kann ich denn ablegen? Bum, bum, bum. Bruchstein. Das brauche ich doch zurzeit sicherlich nicht. So, und schon kann ich mich wieder bewegen. Wie auch immer ich entsprechend zu den Bruchstein gekommen bin, weiß ich gerade gar nicht. Alles klar, Schäfchen. Dann dir soweit noch einen schönen Abend und danke fürs Reinschalten. Geht das? Nein, das geht nicht. Alexis Space, hi. How are you, my friend? Oh. Museum Berlin. Das sagt mir jetzt gar nichts. So. Schauen wir uns mal hier hinten noch um, weil das ist ja das, wo es einmal so... Au, das war laut. Nee, das war nicht der. Alexei hört sich auch sehr russisch an, das ist richtig, aber ich meine, der hieß anders. Zwei, das kann ich mir schon noch erlauben. Eine Truhe, ganz viel Gold. Furcht kann ich ja direkt lernen. Das macht uns wieder viel zu schwer. Verdammt. Elfbogen, wie kommt der denn da rein? Weg. Und schon passt das wieder. Nice. Ich kann Furcht bereits. Okay. Dann passt das auch nochmal. Okay, dann hat sich das ja schon mal erledigt hier. Gehen wir mal weiter. Aber so langsam, Leute, wird es echt knapp mit dem Platz im Inventar. Wir müssen unbedingt danach mal nach White Ranch online auch dann zu gucken, dass wir die Schmiedekunst weiter pushen können mit dem ganzen Zwergenmetall, was wir jetzt gefunden haben. And Alexis Space, how are you? Nice of you to turn in. To tune in.
And hope you had a good day. Ich komme nicht auf den Knopf. Vielleicht werden wir das Spiel gleich noch, oder was heißt gleich, später noch wechseln. Okay, es reicht. Schönes Ding. Verbrenne, du Stück. So, okay. Ich hab mich beruhigt, ich hab mich beruhigt. Er hat mich angespuckt. Er hat mir ins Gesicht gespuckt. Ich mag das nicht. Leute, ich mag das nicht. Nein, alles gut. Ich dreh nur ein bisschen durch. Nur ein bisschen. Kleines bisschen. So. Gift des langen Leidens. Machen wir das mal auf dem Bogen. Dann haben wir nämlich auch da wieder ein bisschen mehr an Gewicht, das wir verlieren.